Willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2 The Betrayal of Jimmy. Ja, ich wollte mich, nein, dort nicht hin, ich wollte zur nächsten Mission dackeln. Nachdem wir jetzt drei Stück schon fertig haben, kommen wir oder fahren wir jetzt zur vierten. Asiatischer Zoll. Oh, wo ist dieser Zeitungsheini? Schon gehört, was sie heutzutage so im Radio spielen? Da ist er. Unmöglich, dieser Krach. Du Manneken, ne? Schulkinder üben Verhalten bei Luftangriffen. Das lobe ich mir auch. Wir müssen das unter- sind so viele Luftangriffe. Oh. Ah, sind schon ein paar feine. Sind schon ein paar feine Autos dabei. Ja, dann fahren wir mal los. Das ist, ja, das ist ein kleines Stück. Aber wir genießen einfach, was ist mit ihm? Er will mir hier halb in die Karre fahren. Nein, wir genießen jetzt ein bisschen die Fahrt. Legen uns nicht mit den sonst so aggressiven Taxifahrern an. Holla, die Waldfee. Naja. Haha, dein Auto ist kaputt. Und gucken, was es mit diesem asiatischen Zoll auf sich hat. Ich bin ja echt generell gespannt, wie lange das DLC dauert. Also wie viele Missionen es hat. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich weiß nicht, wie viele Missionen das Spiel haben wird. Das DLC, Entschuldigung. Deswegen. Da lasse ich mich komplett überraschen. So, hier auf der Brücke können wir jetzt mal ein bisschen mehr Gas geben. Scheiße, ist das Ding schnell. So. Passt das wieder. Haben wir gut abgetimt. Ich hoffe, hier kommt nicht wieder irgendwie so ein freizügiges Bild. Ich sag mal, wenn sie hier eine Frau in Unterwäsche darstellen, ist das nicht so schlimm. Also wenn sie hier wieder nackte Tatsachen zeigen, dann muss ich wieder nachbearbeiten. Und das ist scheiße. Ist die Videoqualität nämlich nicht so toll. Aber gut, kann man halt nichts machen. Nein. Fuck. Ich habe mich schon wieder lenken lassen. Ich werde hier auf keinen Fall... ja, scheiße. Nee, Leute, da müssen wir zurückfahren. Ich hoffe, ihr erkennt das hier. Er hat mich... Das ist wieder hier an der Straße. Und er schickt mich wieder über die Autobahn. Ja. Müssen wir wieder durch die Stadt jetzt fahren? Ja. Wow. Was ist er denn hier? Warum springen die alle über die Mauer? Komische Leute. Fahren wir jetzt erst dorthin. Ich setze mir jetzt immer so kleine Wegpunkte. Das sollte eigentlich reichen. So. Nehmen wir den Weg. Den Weg. Entschuldigung, ich habe das G wieder wie ein CH ausgesprochen. So. Das ist doch echt eine Verarsche. Na komm, machen wir es so. Jetzt hat er einen vernünftigen Weg. So hat er mich echt über die Dings gescheucht.
über die Autobahn da. Sauerei sowas. Verdammte Navigation. Aber gut, in den 50er Jahren war das halt noch nicht so ausgereift, ne? Ja, und da geht's weiter. Das hat irgendwas mit dem Laster zu tun, hundertprozentig. Okay, die Markierung ist weg. Tür zumachen und Mission ansehen. Okay, ich bin's Tom, ich habe ein wenig herumgeschnüffelt auf der Suche nach Informationen über Eddie Fu. Sein Schwager Gong ist Zollbeamter unten am Hafen. So können sie also all den billigen asiatischen Müll in die Stadt schmuggeln. Das ist der Schlüssel zu den chinesischen Geschäften. Also, falls du arrangieren könntest, dass dieser Zöllner einen kleinen Unfall hat, wäre ich äußerst dankbar. Fang ihn und seine zwei Handlanger auf dem Weg zur Arbeit ab. Okay. Erledige den, ja, mache ich. Nein, ich nehme mein eigenes Auto. Ja, super, ist ja nicht mal weit. Hoffentlich gibt es aber vernünftige. Fahrer, Verfolgung aufgenommen. Ja! Verstanden. Ey, der will immer noch sein Bußgeld hier abkassieren, anstelle dass er mir hier jetzt hilft. Ja, ich kann keine Waffen während dem Ganzen hier ziehen. Fuck. Die Karre ist scheiße. Beziehungsweise sie ist kaputt. Und die Leute verliere ich. Jupp. Schaffe ich nicht. Die dürften gleich weg sein. Jupp. Ach, Mann. Ja. Jetzt nehme ich doch das Taxi, was da normal stehen müsste. Bin am Überlegen. Das ist... Ja, doch, das ist ein bisschen weit. Ich versuche die Karre mal anders zu orientieren. Die Idee war nicht schlecht. Aber wir müssen da effektiver rangehen. Ja, komm. Halt, nein, ich nehme die andere Karre. Hey, gibt's einen Zeitungsstand? Aufpassen, nirgendwo hinfahren. Ich dachte, ich hätte alle erwischt. Aber... Dem ist nicht so. Jo, ich schreie wieder viel zu viel. Und lade neu. Ich muss die alle sofort erwischen.
Wartet mal. Ich habe die Knarren auch alle gar nicht nachgeladen. Kein Wunder, dass das so lange dauert. Ich probiere das jetzt nochmal mit der Thompson. So. Ah, wartet mal, Leute. Ich will das auf diese Weise versuchen. Und das machen wir auch so. Ich habe Zeit. Gut. Ich werde das mit dem Molotow probieren. Verdammt, ne? Ich muss den Drecksfahrer erwischen. Ich weiß, ich könnte ihm auch versuchen hinterherzufahren, aber will ich nicht. Ich will das so machen. Das geht auf jeden Fall. Na komm. Versuchen wir es mit diesem normalen Gantgewehr. Muss ich früh genug auf das Ding loslaufen? Verdammte Polizei. So, komm, das lassen wir hier stehen. Ah, das ist in Ordnung. Nein, nein, ich töte schon nur die drei. Jetzt haben wir den Fahrer wenigstens einmal gehabt. Und dann ist der Kerl auch stehen geblieben. Ich weiß, ich mache das ein bisschen kompliziert, aber wo bleibt denn der Spaß, wenn wir das nicht so machen? Ey, was soll das? Mal ganz ehrlich. Boah, ich hoffe, dass du irgendeinen Unfall baust. Muss ich die Granate... Ich versuch's mal mit der Granate. Ich hab Zeit. Das war einfach. Das war zu einfach. Aber gut, Leute. So kann man... Jo, ich möchte das Spiel speichern. Wie viel Kohle gibt's? Hä? Jut, geschafft. Jetzt will ich gucken, wie viel Kohle es gibt. Eh nicht viel, das war ja eigentlich nix. $90, jo. Da ist wieder was. Nur da wieder ein Autodiebstahl. Smith Custom Polizeidiebstahl. Ja, den machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bin dafür. Da fahren wir hin. Nach Hause. Und da beende ich dann die heutige Folge auch.
Also mit der Granate hat das wunderbar geklappt. Das war nicht schwierig. So. Ich merke schon, das Rote ist gegen die Chinesen. Oder gegen die Triaden, wie man es nennen will. Das Grüne ist halt alles Autogeschäfte und das andere, ja, das habe ich noch nicht so wirklich ausgespäht. Aber gut. Wieder eine Mission fertig. Auf kreative Art gelöst. Die Granate, die war perfekt geworfen. Und auch sofort das ganze Auto mitgerissen, alle drei auf einen Schlag. Kein Ärger mit der Polizei, so muss sowas laufen. Oh. Fuck. Wie gesagt, ich entschuldige mich für die schlechte Qualität der letzten Folge, aber es müsste anschaubar sein. Aber ich musste das dann auf eine andere Weise rendern als sonst, weil ich normal nichts bearbeite. Also ich render zwar, aber größtenteils verlustfrei. Und dadurch, dass ich jetzt eine Zensierung in die letzte Folge reinpacken musste, ist das Ganze nicht so verlustfrei wie sonst. Tut mir leid, aber ist leider dann manchmal so. Wenn ich daran bedenke, dass einige Projekte komplett so gemacht wurden. Ich könnte das Ganze auch verlustfrei trotzdem machen. Also ich könnte es trotzdem verlustfrei machen, aber ich sehe es nicht ein, ganz ehrlich. So ist das Ganze wesentlich einfacher. Ach, ich war das nicht. Komm, attackier mich. Los, ich will Streit. Dann halt nicht. Ne? Das ist so verlustfreier. Nicht verlustfreier, aber dafür einfacher. Man könnte es auch verlustfrei machen, aber dann wäre es um einiges aufwendiger. Und nö, das ist es mir dann auch nicht wert. Muss ich ehrlich sagen, weil ich bin kein Partner. Etc. So mache ich das dann lieber so, wie ich das für richtig halte. Oh nein, nicht schon wieder. Ah, lass mich raus. Nein, ich will nicht telefonieren. Oh, Kacke. Endlich. So, an der Stelle speichere ich dann. Und bedanke mich fürs Zugucken und sage, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Mafia 2. Warum wollte ich jetzt The Ballet of Gay Tony sagen? Nein, The Betrayal of Jimmy. Hör, beides fängt mit The und B an. Macht's gut. Tschüss.